Wenn beim Upper Austria Ladies in Linz um den Turniersieg gefightet wird, dann wird auf höchstem Niveau gespielt. Seit 50 Jahren gibt es die WTA, die Women's Tennis Association, als Vertretung der Tennisspielerinnen. Die Präsidentin, Miki Lawler, ist beim Frauensportsymposium im Linzer Design Center mit am Podium. We are at our best when we're together. Die Zusammenarbeit mit den Männern, also der ATP, läuft gut. Aber auch wenn, so wie hier in Linz, die Frauen alleine spielen, passt das gut. Im Gegensatz zu anderen Sportarten spielt man ja beim Tennis auf demselben Untergrund. Sports is that women and men compete on the same stage. And it works really well and we are working well together with the ATP. Und doch, beim Symposium wird klar, die Gleichberechtigung ist auch beim Sport noch längst nicht so fortgeschritten, wie man das im 21. Jahrhundert eigentlich erwarten dürfte. Fehlen tut es wie überall in der Gesellschaft an der Repräsentanz und der Mitentscheidungsmöglichkeit für Frauen. Das beginnt ja vor allem schon in den Vorständen der Verbände und der Vereine. Viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte kämpfen Frauen schon vor mir für die Gleichstellung in allen Lebensbereichen. Da ist wahnsinnig viel passiert, aber natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Ja? Aber auch ich habe heute gesehen, es tut sich viel, es gibt ein großes Bewusstsein, nicht nur von den Frauen, sondern eben auch von den Männern. Trotz allem Bewusstsein herrscht Aufholbedarf. Oder liegt es womöglich an den Genen? Sind Männer da im Vorteil? Grundsätzlich ist jeder Mensch, was seine Gene anbelangt, unabhängig vom Geschlecht, individuell. Und daher gibt es für jede und jedem eine individuelle Ausstattung. Ich sage nur gerade auch beim Sport. Man muss auf der einen Seite sagen, ja, sie spielen eine Rolle, Biologie spielt eine Rolle, das ist, glaube ich, eben klar. Auf der anderen Seite, man soll es nicht überbewerten, weil am Ende kommt schon sehr darauf an, was man mit diesem Potenzial macht. Veranstaltungen wie das von Sandra Reichl organisierte Frauensportsymposium sind jedenfalls ein Mosaiksteinchen in der Bewusstseinsbildung. Wir sind insofern viele Schritte weiter, weil bei uns diese Themen angesprochen werden, weil hier ganz offen Menschen darüber diskutieren können, dass es Ungleichbehandlungen gibt und auch gleichzeitig Lösungswege kommentiert werden, vorgestellt werden und auch in einem weiteren konsequent gegangen werden. Was bei anderen Sportarten noch nicht gelungen ist, haben die Tennisdamen geschafft. Bei Grand Slam Turnieren erhalten Damen und Herren dasselbe Preisgeld. So when you buy a ticket or when you sponsor that event, wenn man ein Ticket kauft oder die Veranstaltung sponsert, zahlt man ja nicht Frauen oder Männer, der Wert ist der gleiche. Das gilt auch fürs Preisgeld. The value is equal and so should be the prize money. In Linz geht's heuer übrigens um 260.000 Euro.